Hey MacLovers, ich bin Joke, Mac Creator aus Berlin und habe heute die Ehre, euch diese wunderschöne Luna Luck Kollektion vorzustellen. Ich habe mein komplettes Make-up nur mit Produkten aus der Kollektion geschminkt und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt jetzt dran. Gestartet habe ich jetzt schon mit meinem Paint Pot in der Farbe Painterly und habe mir den einfach auf mein Augenlid als Eyeshadow Base aufgetragen, damit ich jetzt direkt weitermachen kann mit einem meiner Highlights aus dieser Kollektion. Und zwar ist das diese Eyeshadow-Palette. Die ist wunderschön. Nicht nur das Packaging, sondern auch die Farben. Ich bin richtig verliebt. Und ich starte jetzt sofort mit dem 217er S-Pinsel, der auch eine neue Verpackung für diese Kollektion bekommen hat. Und das ist wirklich einer meiner liebsten Eyeshadow-Pinsel. Ich mache kein Augen-Make-up ohne den und fange jetzt an mit diesem Lidschatten hier. Die Farbe heißt Supreme Harmony und ist ein Dazzle-Shadow. Man sieht es auch ganz gut, der hat so schöne lichtreflektierende Pigmente. Und den gebe ich mir jetzt einfach auf mein komplettes bewegliches Lid. Den Dazzle Shadow habe ich mir jetzt auf beiden Augen aufgetragen und mache weiter mit diesem schönen Ton. Das ist ein Powder Kiss Eyeshadow. Das macht die Palette eben auch so besonders, weil da so viele verschiedene Texturen an Eyeshadows drin sind und man damit einfach sehr vielseitig arbeiten kann. Die Farbe heißt Plum with May. Das ist so ein dunkler Aubergine-Ton, würde ich sagen. Und ich nehme jetzt genau denselben Pinsel wie gerade und trage mir die Farbe einfach so ein bisschen in meine äußeren Augenwinkel auf. Und deswegen liebe ich auch diesen Pinsel, den 217er, weil der nämlich die Arbeit für einen macht. Der verblendet die Farbe direkt und ich muss einfach nur hin und her wischen prinzipiell. Ich gehe ein bisschen auch in meine Lidfalte rein mit dem Rest, den ich so am Pinsel habe von der Farbe und verblende dann alles so ein bisschen nach oben, damit mein Auge ein bisschen geöffneter aussieht. Um alles noch etwas ausdrucksstärker zu machen, nehme ich auch wieder denselben Pinsel und gehe ein bisschen an meinem unteren Wimpernkranz entlang. Dazu eignet sich der Pinsel auch super, weil der eben vorne, ich zeige das mal so, nicht so super breit ist. Dementsprechend kommt man einfach perfekt am unteren Wimpernkranz entlang. Um die Partie unter meinen Augen ein bisschen zu highlighten, verwende ich jetzt den Prep and Prime Highlighter in Radiant Rose und trage mir den auf mit dem 159 S-Pinsel. Der ist auch so wunderschön. Ich bin einfach happy, dass meine beiden Lieblingspinsel in dieser Kollektion mit diesem wahnsinnigen Packaging dabei sind. Ich trage mir erst das Produkt unter meinen Augen auf und verblende es dann anschließend mit dem Pinsel. Mascara darf bei meinem Look natürlich auch nicht fehlen und ich trage mir jetzt die Magic Extension Mascara auf. Die ist mega. Die hat so kleine Fibers mit drin. Man sieht das immer leider über die Kamera nicht so gut, aber das sind wirklich kleine Härchen, die sich sozusagen an eure Wimpern dranlegen, um nochmal Länge und Volumen zu kreieren. Bevor ich jetzt meine andere Seite tusche, wollte ich euch einmal ganz kurz den Unterschied zeigen. Man sieht direkt, wie viel Volumen meine Wimpern haben und was das auch mit dem Make-up macht. Mit dem Augen-Make-up bin ich jetzt fertig und wir kommen direkt zu dem nächsten Highlight der Kollektion, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz oft ist es so bei unseren Kollektionen, ich habe ein paar Lieblingsprodukte, aber jetzt muss ich sagen, alle sind einfach so wunderschön. Ich könnte mich überhaupt nicht entscheiden, was ich schöner finde. Wenn ich das hier gleich aufmache, dann werdet ihr sehen, was ich meine.
erstmal von vorne wieder die Verpackung. Ich liebe eben auch diese Details mit diesen kleinen Pfingstrosen und dem Tiger. Und jetzt, wenn man das öffnet, den Highlighter, das ist so schön. Das sind eben auch so kleine Blumen und das ist wirklich so dreidimensional. Also das sieht einfach nur traumhaft aus. Und das werde ich mir jetzt auch auftragen mit dem 159er Pinsel. Der eignet sich nämlich auch super für das Highlight. Und dabei gehe ich einfach so auf den höchsten Punkt von meinem Wangenknochen. Und man sieht es direkt. Oh Gott, ich bin so verliebt. Ich finde es so schön. Um meinen Look jetzt abzurunden, darf natürlich ein Lippenstift nicht fehlen. Ich habe mich jetzt für einen Nude entschieden. Das ist dieser hübsche Ton hier. Enveloped in Luck heißt er. Das ist ein Powder Kiss Lippenstift. Und den trage ich mir jetzt direkt auf. Für meine Lippenkontur verwende ich jetzt den Lip Pencil in Plum, um die Kontur so ein bisschen dunkler zu machen. Und fertig ist mein Look zu der Luna Luck Kollektion. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, konntet den ein oder anderen Tipp noch mitnehmen und lauft jetzt sofort zu eurem nächsten Mac Store oder Counter oder bestellt online diese wunderschöne Kollektion.